Du bist die blödste Mama der Welt. Ich hasse dich. Ich leg mich jetzt hin, ey. Nee, ich leg mich nicht hin. Ich versuche abzuhauen. Ich hab keinen Bock auf Hausarrest. Ich versuche hier aus dem Fenster zu springen. 1, 2, 3 und... Hui! So, jetzt hau ich ab. Mama, die kann mich mal. So, schnell zu Lilly. Lilly versteht mich. Lilly ist meine beste Freundin. Hey, Lilly! Hey, Abok! Na, was geht? Ach, weißt du, Lilly, Mama und ich haben uns wieder in die Haare bekommen. Und jetzt habe ich Hausarrest. Och, Mann, Abok, das tut mir leid. Was ist denn vorgefallen? Warum streitet ihr euch denn? Ja, ich habe den Teller nicht leer gegessen. Ja, Bock, du musst ja auch den Teller leer essen. Also, da kann ich deine Mama auch schon ein bisschen verstehen. Aber ich hoffe, dass ihr euch wieder vertragt. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe meine Mama nämlich eigentlich ganz toll lieb. Du, Lilly, ich gehe jetzt besser wieder nach Hause, okay? Okay, Abok, wir sehen uns morgen in der Schule. Dann gehe ich mal nach Hause. Ich hoffe einfach, dass Mama mich nicht erwischt und dass wir uns morgen wieder vertragen. Und es ist auch schon ganz dunkel draußen. Nanu, was war das denn? Das war eine Sternschnuppe. Das heißt, dass ich mir jetzt was wünschen darf. Ich wünsche mir, dass alle meine Träume in Erfüllung gehen. So, okay, ich glaube zwar nicht daran, aber ich kletter jetzt einfach mal wieder in mein Zimmer rein. Dafür muss ich hier auf den Zaun klettern, aufs Dach und hui. Zack, ich bin wieder in mein Zimmer. Ja, okay, jetzt gehe ich erstmal eine Runde schlafen, ist ja schon dunkel draußen und morgen ist ja auch schon wieder Schule. Vielleicht habe ich mich dann auch wieder mit Mama vertragen. Njam, njam, njam. Ha, erstmal Zähne putzen und fertig. So, jetzt gehe ich nach unten und ich hoffe, Mama ist wieder nett zu mir. Ah, guten Morgen, Abok. Entschuldigung, dass ich gestern so gemein war. Hier, ich habe dir richtig leckeres Frühstück gemacht, lass es dir schmecken. Und nochmal Entschuldigung, ich habe dich ganz doll lieb. Mama, ich hab dich auch ganz doll lieb. Und nochmal Entschuldigung. Kein Thema. Ich hab echt gut geschlafen, weil ich hatte einen richtig schönen Traum. Ich hatte den Traum, dass ich mich wieder mit Mama vertragen habe. Aber jetzt putze ich mir erstmal die Zähne. So, ich nehme... Ups, ich wollte mir eigentlich die Zahnbürste nehmen. Ey, da ist die Zahnbürste. So, hier ist die Zahnbürste und jetzt putze ich mir schön die Beißerchen und einmal ausspucken. So, fertig. Und jetzt gehe ich nach unten. Ich hoffe, dass ich mich wieder mit Mama vertrage. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Abok. Ich habe dir dein Lieblingsfrühstück gemacht. Hier, bitteschön. Entschuldigung nochmal. Ich möchte, dass wir uns wieder vertragen. Was, Mama? Ja, ich möchte auch, dass wir uns vertragen. Ich habe dich so doll lieb, Mama. Du bist die Beste. Oh, das freut mich, Abok. Aber jetzt musst du schnell zur Schule. Okay, tschüss, Mama. Ich gehe los. Oh, da wartet Lilly auch schon auf mich. Hey, Lilly. Guten Morgen, Abok. Hast du dich wieder mit deiner Mama vertragen? Ja, Lilly, wir haben uns wieder vertragen. Ich habe gestern noch eine Sternschnuppe gesehen, als ich nach Hause gelaufen bin. Und dann habe ich mir gewünscht, dass alle meine Träume wahr werden. Und habe ich davon geträumt, dass ich mich wieder mit Mama vertrage. Und jetzt haben wir uns wieder vertragen. Ach, aber ich glaube nicht, dass Sternschnuppen deine Wünsche erfüllen. Ich glaube einfach, dass Eltern sich sowieso immer mit ihren Kindern wieder vertragen. Und jetzt komm mit. Okay, Lilly, wenn du meinst... Ach ja, du hast ja so einen Wagen dabei. Dann nehme ich mal mit, Lilly. Ja, kein Thema, Abok. Ich nehme dich ruhig mit zur Schule. Haha, Lilly, das macht so viel Spaß. Was machst du denn da? Wie läufst du? Lilly, gib mal Gas hier. Wir kommen gleich zu spät. Ist ja schon gut, Abok. Ich strampel mir voll ein ab, ey. Lilly, gib Gas. Was läufst du denn? Lauf doch geradeaus, Lilly. Nein, du machst mit mir Spaß. Okay, Lilly. Ich glaube, du bist ja gerade gegengelaufen. Dann lass mal reingehen. Okay, Abok. So, dann renne ich auch schnell rein in die Schule. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Kinder. Habt ihr auch alle eure Schlafsachen dabei? Na klar, Herr Müller. Ich habe mein Zelt dabei und ich habe auch meinen Schlafsack dabei. Ja, Herr Müller, ich habe auch mein Zeug dabei, genauso wie Abok. Herr Müller? Ja, Paul? Ich glaube, ich habe mein Zeug zu Hause vergessen. Tut mir leid. Ach, Paul, das war mir irgendwie schon klar. Dann geh mal nach Hause und hol dein Zeug. Danke, Herr Müller. Mache ich. Ich bin gleich wieder da. So, Abok und Lilly, ihr könnt dann schon mal eure Sachen für die Übernachtungsfeier aufstellen. Okay, machen wir.
Hey, Lilly, renn schon los. Hey, Lilly, wie schnell bist du eigentlich? Hey, Lilly hat's aber eilig. Lilly, bleib stehen. Ah, okay, danke, Lilly, danke. Aber ich bin halt viel schneller als du. Und jetzt mach ich auch schon mein Zelt auf. Da steht's schon. Boah, Mann, ey. Lilly hat's voll eilig. Okay, ich glaube, ich stelle mein Zelt hier hin in der Ecke. Hier hin ist er bestimmt cool. Das ist so eine Art Höhle dann. So, und hier stelle ich dann auch schon mal meinen Schlafsack hin. Und zack, da ist mein Schlafsack. Und fertig. Ey, aber was machen wir denn jetzt in der Zeit? Ach, Lilly, weißt du, der Streit mit Mama, der sitzt mir irgendwie noch in den Knochen. Auch wenn wir uns schon vertragen haben. Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Ich würde gerne noch mal ein Nickerchen machen, okay? Okay, aber dann gute Nacht. Dann gehe ich wieder zu Herrn Müller. Okay, dann kann ich jetzt in Ruhe ein bisschen Schlaf nachholen. Lilly ist weg und Paul, der muss auch sein Zeug holen. So. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Ey, ich bin ja fett. Warum bin ich auf einmal fett? Ich bin doch nur nach Hause gegangen, hab mein Schlafzeug geholt, ey. Jetzt bin ich voll aus der Puste, ey. Ich muss mich erstmal hinlegen. Nom, 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 nom. Spider-Man, ich kill dich! Nicht mit mir, denn ich hab heute nicht nur meine Spinnennetze dabei, sondern auch diese Knarre. Aua! Aber mit den ägyptischen Fähigkeiten hast du nicht gerechnet und ägyptische Fähigkeiten! Boom! Aua! Jetzt regiere ich wieder! Und jetzt kommt der Finisher Move, außer jetzt kommt ein Held und würde dich retten! La 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 la. Ich gehe jetzt im Traum spazieren. Was passiert denn da hinten? Eine Pharaonin. Nein, ich muss was gegen tun. Sie greift den Spider-Man an und Backflip. Aua. Aber du hast mich gerettet. Vielen Dank, du bist ein echter Held. Ach, kein Problem, Herr Spider-Man. Hilfe, ich bin fett geworden. Hä? Paul, was wächst du mich auf? Ich habe so toll geschlafen. Och, Mann, ey. Aber ich bin fett geworden. Ja, keine Ahnung, was du gemacht hast, Paul. Und außerdem heißt das pummelig. Du bist nicht fett geworden. Ich kille dich. Hä? Was? Was passiert da? Das habe ich gerade geträumt. Nein, das ist die Pharaonin. Sie will Spider-Man killen. Spider-Man, ich rette dich. Ich hole jetzt den Backflip raus und Backflip. Boom. Aua, Mama! Aber Ock, das hast du sehr gut gemacht. Du hast Brookhaven gerettet. Ohne dich hätte das nicht geklappt. Sehr gut. Oh mein Gott, ich konnte Spider-Man nur retten, weil ich vorher alles geträumt habe und ich wusste, was ich machen muss. Ich weiß gar nicht, was hier noch abgeht. Okay, ich gehe mal lieber schnell wieder rein, ey. Paul, du wirst mir nicht glauben, was gerade passiert ist. Nö, glaube ich dir auch nicht. Und interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich pummelig bin. Ich esse jetzt erstmal was. Paul hat eigentlich recht. Ich gehe jetzt auch was essen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass alles wahr wird, was ich träume. Das ist einfach so heftig. Ich habe keinen Zweifel mehr, dass der Wunsch von der Sternschnuppe in Erfüllung gegangen ist. Ich bin echt schon gespannt, was ich heute Nacht träumen werde, wenn ich hier in der Schule bin. Weil das wird bestimmt ein richtig guter Traum und dann wird morgen was richtig Tolles in der Schule passieren. Ich freue mich schon, ich habe ja schon Spider-Man gerettet und ich habe mich wieder mit meiner Mama vertragen. Ey, aber Ork, wo hast du denn gesteckt? Wir sind schon fast fertig mit Abendbrotessen. Keine Ahnung, ich hatte noch ein bisschen was zu erledigen, so ein paar geheime Aber-Ork-Sachen. Ich esse jetzt auf jeden Fall einen Burger zum Abendbrot. Lecker, lecker, lecker. Aber Ork, den würde ich nicht essen, der steht ja schon seit 2 Wochen. Ach, Lilly, ich bin hart im Nehmen. Ich esse den Burger trotzdem auf. Der ist zwar schon ein bisschen grün und schwarz, aber der schmeckt bestimmt trotzdem noch. Obwohl, ja, das schmeckt ja sogar. Lecker, 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 lecker. Oh Mann, ey, ich kann immer noch nicht fassen, wie fett geworden bin, ey. Paul, ist doch überhaupt nicht schlimm. Und außerdem heißt das pummelig. Ist doch überhaupt nicht schlimm, dass du ein bisschen dicker jetzt bist. Genau, Paul, ich finde das auch nicht schlimm. So, ich hoffe, ihr seid jetzt fertig mit Abendbrot essen. Jetzt geht's jedenfalls ins Bett. Alles klar, Herr Müller. Dann gehe ich jetzt auch ins Bett. Ich freue mich ehrlich gesagt schon richtig, weil ich bin voll gespannt, was ich träume. Das muss ein richtig nicer Traum werden. Dann wird der Tag morgen richtig cool. Ey, Herr Paul, was machst du denn hier? Ja, Bock, ich wollte dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war ja vorhin mein Schlafzeug holen, oder? Ja, Paul, du warst vorhin dein Schlafzeug holen. Das weiß ich doch.
Ja, und auf dem Weg habe ich so ein bisschen YouTube geguckt. Und da habe ich ein Zombie-Video geguckt. Und jetzt habe ich Angst vor einer Zombie-Apokalypse. Denn das YouTube-Video hat gesagt, dass Zombie-Apokalypsen echt sind. Aber ich will dich damit auch nicht weiter belasten. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja, das hat Paul mir nur erzählt, weil er ganz genau weiß, dass ich Angst vor Zombies habe, ey. Damit ich nicht schlafen kann. Paul, ey, voll gemein. Aber ich versuche trotzdem zu schlafen. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Oh, ich kann irgendwie überhaupt nicht schlafen. Bin ich jetzt schon im Traum oder nicht? Ist das ein Albtraum oder ein guter Traum? Oh, da kommen Zombies! Oh mein Gott! Njam, 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 njam. Ich bin Lilly und schlafe. Blablabla, ich bin auch ein Zombie. Ich bin Lillias Zombie. Njam, njam, njam. Ich bin Paul. Ich bin müde und ich schlafe. Jetzt bin ich auch ein Zombie. Ich bin Paul, ein super Zombie. Und jetzt infiziere ich Abok. Ah, ich bin Herr Müller. Ich schlafe richtig gut. Die Klasse ist voll nett und es kann mir nichts passieren. Ich hasse meine Schüler. Ich werde komplett Brookhaven infizieren. Das ist eine Zombie-Apokalypse. Ich glaube, das ist ein Albtraum. Ah, da sind Zombies! Ah, das sind Zombies! Nein! Nein, nein, nein! Oh, ich werde auch infiziert, ich spüre es! Hallo, mein Name ist Abok. Ich bin jetzt ein Zombie und ich werde die ganze Welt infizieren! Njam, 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 njam. Oh mein Gott, das war ein Albtraum! Nein, das war ein Albtraum! Sofort werden die Zombies kommen! Da sind sie auch schon! Nein, da sind Zombies! Ich renne weg! Oh mein Gott, da sind Zombies! Nein, 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 nein! Lilly, Paul und Herr Müller sind bereits infiziert! Nein! Ich muss schnell auf diese Leiter, die hier steht. Schnell hier hoch! Hier können die Zombies nicht herkommen! Oh mein Gott, es gibt eine Zombie-Apokalypse in Brookhaven! Leute, was soll ich jetzt machen? Nein, nein! Ich weiß genau, was passieren wird! Sie werden mich kriegen! Das habe ich geträumt! Denn alles, was ich träume, wird wahr. Nein! Ah, ich falle! Nein! Nein! Aua, das hat weh! Sie rennen alle auf mich zu! Aua! Nein! Nein! Ach, Abok, ich will dich nur mal wecken. Tut mir leid, dass ich dich vorhin so angemault habe. Entschuldigung. Boah, Mama! Ach, du bist hier! Ja, Entschuldigung angenommen. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen. Kein Problem, aber ich habe ein bisschen überreagiert. Oh, dann war das alles nur ein Traum. Oh mein Gott. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Schau dir das Video auf der rechten Seite an. Bis zum nächsten Mal und ciao.